Und teilgeladen und durchgeladen, Leute. Und damit herzlich willkommen in Insurgency Sandstorm. Naja, wohl eher in Insurgency Snowstorm. Denn es gibt jetzt passend zur Jahreszeit eine neue Karte, welche verschneit ist. Zudem gibt es 4 neue Waffen, darunter auch das österreichische Armee-Universalgewehr A1, besser bekannt als AUG A1, mit dem Original-Zielvisier drauf. Und ich guck mal, dass ich hier jetzt das einnehme. Ich habe die Karte bereits ein bisschen gesehen, da ich einen Aufnahmetest machen musste. Übrigens lässt sich in Insurgency Sandstorm jetzt um einiges besser aufnehmen. Ich weiß, dass die Terroristen von da hinten kommen. Ah, knapp noch erwischt. So, ich habe das bis jetzt, bis auf den Aufnahmetest, noch nicht gespielt. Die neuen Waffen und die neue Karte. Von daher entschuldige, falls es ein bisschen hakelig ist. Aber es ist ja immer auch immer schön witzig. Oh, Flammen. Ich bin allergisch gegen Feuer. Okay, dann nehme ich die andere Richtung. So, dann gucke ich mal, was ich getan habe. Wir nehmen das Ganze schon ein. Und Terrorist! Ist ein bisschen sehr stark, die Vergrößerung für einen Nahkampf. Obwohl, es geht eigentlich. Was ist denn das in der Realität? In der Realität ist das ja auch nicht so viel. Und aus der Hüfte geht das fast genauso gut. Okay, wir haben es gesichert. Müssen wir jetzt zum nächsten Punkt oder müssen wir jetzt verteidigen? Okay, vorrücken und zerstören. Wir müssen mal wieder was kaputt machen. Das sind meine Lieblingsmissionsziele. So, dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Ab hier habe ich jetzt gar keine Ahnung, wo es hergeht. Deswegen bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Ah, nicht vorsichtig genug. 2 gegen 1, das ist unfair. Oh, wiederbelebt schon ein paar Sekunden. Oh, der Kreis ist ja nice. Der Kreis ist cool. So, Hust ausgeschnitten. Früher musste man ja immer auf diese Zahl gucken und diesen Kreis dazu haben. Diese Warteschneck ist ein bisschen cooler. Sind da welche hinter mir? Alle in meinem Rücken. Verräter. Adassa. So, ich glaube, ich töte mal ein bisschen besser Leute aus der Hüfte. Aber ich glaube, die Vergrößerung ist minimal. Kann man mit leben. Ist eigentlich eine super Vergrößerung. Das Absehen mit dem Kreis ist auch toll. Die Auge gefällt mir schon mal gut. So, der schöne, niedrige Feuergeschwindigkeit. So, aber ich würde gerne wissen, wie die Gegner sind. So, ich bin auch noch voll die Tarkov-Steuerung gewöhnt. So, gucken wir mal hier. Habe ich irgendwas, um was kaputt zu machen? Aua! Ja, okay. Jetzt bin ich kaputt gemacht worden. Okay, mal gucken. Wiederbelebung in... Okay, das geht ja schnell. Sonst war das ein bisschen langsamer. Scheint neuerdings schneller zu gehen. Oder ich habe einfach zweimal Glück gehabt, dass ich genau in der Welle gestorben bin. So, dann gucken wir mal weiter, genau. Ah, hier ist irgendwas. Das ist ja nice. Guckt euch mal an, und zwar kann man jetzt neuerdings hier Kim und Korn benutzen. Genau, das war angekündigt. Eigentlich war es nur angekündigt, dass man jetzt mit den Visierlupen, also mit den Magnifiern, umschalten kann. Aber das war nicht angekündigt. Das ist ja nice. Okay, das macht jetzt auch keinen so einen großen Unterschied, aber es ist cool, dass es dabei ist. Ist auf jeden Fall cool. Vielleicht geht das jetzt auch neuerdings noch mit Dragunov, wo das ein bisschen sinnvoller ist. Also wo das nochmal cooler wäre, oder bei den ganzen AK-Modellen. Wo ja auch viele Montagen nicht die Visierlinie versperren. Ich habe mich total verlaufen. Wie finde ich denn wieder nach Hause? Verdammt. Aber hier ist es doch schon. Okay. Er steht hier vor der Wand. Betonwand, Freund. Oh, verdammt. Oh, sorry, habe ich nicht gesehen. Okay, ich habe den nur verletzt. Macht ihr das oder muss ich das machen? Ach, übrigens hatte letztens jemand in die Kommentare geschrieben, natürlich ist es viel logischer, wenn man einen Terroristen-Stash wegsprengt, dass man eine Terroristenbombe hat, weil quasi der Charakter nimmt sich ja gerade die Bombe aus dem Stash von den Terroristen, um die wegzusprengen. Also es ist schon logisch, also hatte ich mich ja letztens beschwert. Und diese Mülleimer sehen sehr deutsch aus, wenn ich das so sagen darf. So, dann gucken wir mal, ich möchte natürlich noch ein bisschen weiter Gameplay von der AUG zeigen. Vielleicht nach dem nächsten Tod versuche ich sie mal aufzurüsten. Ich hatte jetzt geplant, so 10 Minuten mit der AUG zu spielen und die nächsten 10 Minuten dann mit der SR-25. Ich meine, im Spiel ist es eine M110. Okay, Brecher. Also die AUG ist schon mal cool. Ich finde ja, in so realistischen Spielen sind ja Waffen mit einer niedrigen Feuergeschwindigkeit immer noch mal einen ganzen Tick besser. Okay, du bist... Okay, du bist mein Kommandant. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich... Ach so, der nimmt die Waffe hoch, weil ich vor einer Wand stehe. Okay. Ich habe natürlich auch einen kleinen Vorteil gegenüber anderen.
Übrigens finde ich es auch praktisch, dass die Visieränderung, oh nein, das ist mein Kommandant, dass die Visieränderung auf der mittleren Maustaste ist. Bei anderen Spielen ist das ja immer so komische Kombination. Mittlere Maustaste ist schon ein bisschen innovativer, beziehungsweise intuitiver heißt das Wort ja eigentlich. Ich meine, das Intuitivste, was ich jemals im Spiel gesehen habe, wo man sich aber auch lang dran gewöhnen muss, war bei Ring of Elysium. Da war ja kurz anklicken, kleine Vergrößerung, lang klicken, große Vergrößerung. Okay, jetzt müssen wir das hier einnehmen. Hübsche Tapete übrigens. Okay, er liegt hier. Pattsituation. Okay, ich geh mal. Das ist noch einer, okay. Sehr gut. Also die Aug ist schon mal super vom Spielgefühl. Ohne alles, einfach klassische Aug A1, ohne groß Schnickschnack dran. Top. Okay, ich setze mich jetzt mal auf das Abtropfbrett. Okay, Pattsituation. Okay, es ist scheinbar schon eine relative Premium-Position, die ich hier gerade innehabe. Wie viele Magazine habe ich denn? Ich müsste diese typischen durchsichtigen Dachmagazine haben. Okay, was passiert jetzt? Verteidigen. Okay, die haben neue Icons. Verteidigen ist immer relativ schwierig. Okay, der zuckt da einfach nur noch. Okay, spannend. Wie sieht es denn aus? R gedrückt halten. Okay, volles Magazin, kann ich sofort sehen. Super durchsichtige Dachmagazine, Ehrenmagazine. Dach übrigens ist Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und Deutschland, Österreich und die Schweiz hatten, glaube ich, alle drei durchsichtige Magazine. Beim G36, bei der AUG und später dann beim Sturmgewehr 90. Obwohl, beim Sturmgewehr 90 bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, da gab es durchsichtige Magazine, aber die hatten nicht alle. Vielleicht ist ja ein Schweizer und den Zuschauern, der das genauer erklären kann. Wird besetzt! Okay, die Terroristen sind ein bisschen langsamer als sonst. Ein bisschen langsamer als sonst, da kommen zwei Stück. Aber auch aus der Hüfte. AUG ist richtig nice. Also AUG kriegt von mir auf jeden Fall... Ne, hier wird nicht geplatzt, Unverschämtheit. Also AUG ist super. Die hat wahrscheinlich auch eine richtig geile Dauerfeuerstabilität aus der Hüfte wegen des Sturmgriffs. Wäre interessant, ob ich den abklappen kann. Den kann man nämlich auch abklappen. In der Realität. Aber abgeklappt soll der sau ungemütlich... Abgeklappt soll der sau ungemütlich sein, weil dann immer ein Fingerglied genau in dem Scharnier liegt. Hat mir jemand erzählt. Achso, ja, ich bin schon wieder ein bisschen langsam. Nächste Stufe. So, Terroristenwaffen gibt es dann in der nächsten Folge. Aber ich gucke ja erstmal hier, dass ich jetzt beim nächsten Tod wahrscheinlich dann eher sofort auf SR-25 wechsle und die AUG dann nicht aufrüste. Wäre auch spannend zu wissen, was für die AUG an Aufrüstung gibt. Das würde ich mir dann gerne noch angucken. Okay, Präzision auf mittlere Entfernung ist nicht so ganz so toll. Okay, auch wenn sich das komisch anhört, AUG wahrscheinlich eher was für den Nahkampf. Oder ich muss sie einfach besser spielen. Was kriege ich denn, wenn ich die AUG aufrüste? Ich glaube nicht, dass sie es so gemacht haben, dass ich die AUG gar nicht aufrüsten kann. Ich würde erwarten, vielleicht kriege ich dann einfach eine AUG A2 oder eine AUG A3. Und kann dann da auf die Welschiene dann meine Sachen drauf packen. Wie das mit Sturmgriffen geregelt ist, weiß ich nicht. Vielleicht genauso wie in Call of Duty Modern Warfare 2019, dass dann unten einfach diese Railschiene drankommt, die eigentlich zum F-88 gehört. Also der Version der Australia. Ah, steht da direkt vor mir. So, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss M drücken. Ah, genau, M war richtig. Okay, Zielfernrohr habe ich mir direkt gepackt. Wie sieht's? Ah, genau, wie ich gesagt habe. So, Hust ausgeschnitten, genauso wie ich mir das gedacht hatte. Und zwar kriege ich aber einfach eine AUG A3. Steht sogar dran. Okay, AUG A3. Mit A1 Zielvisier. Okay, dann kommt da einfach nur alles drauf. Ja, das ist der übliche Kram. Soweit nichts Besonderes. Ah, hier ist das A3 Zielfernrohr. Mit Rails drauf. Aber ich kann auf die Rails dann sonst nichts mehr drauf machen, oder? Okay, dreimal A3 Zielfernrohr. Okay, dann ist hier der übliche Kram. Oh, das ist neu. Jetzt gibt es nochmal gibt es das Elk. Ach, das Elkan mit einem kleinen Dr. Cutie drauf. Das ist natürlich auch interessant. Okay, Nebelwerfer. Schnellziehumbau. Verringert die Zeit für das Zielen und Wegstecken der Waffe. Okay. Lade, Hilfeumbau.
Erhöht die Geschwindigkeit beim Nachladen der Waffe. Wie soll mir so ein Sturmgriff beim Nachladen der Waffe helfen? Müsste da nicht eigentlich hier so ein Magpul um das Magazin drum kommen oder so? Was? Oh, was ist das denn? Oh, das ist eine Mast. Das ist eine Unterlaufschrotflinte. Unter anderem bekannt aus Battlefield 3 damals, meine ich. Das ist ja auch witzig. Rückstoßumbau. Verringert den vertikalen Rückstoß der Waffe, um besser am Ziel bleiben zu können. Okay, ja, das ist ein Sturmgriff, macht das in etwa. Zielhilfeanbau. Erhöht die Geschwindigkeit beim Zielen mit der Waffe. Ach so, rumlaufen und zielen. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein kleiner Tango Downgrip, obwohl der normale Tango Downgrip hier diese Beule nicht drin hat. Okay, dann haben die hier noch ein bisschen was verändert. Vielleicht gucke ich mir das an, wenn wir gleich bei den Terroristen sind. Jetzt muss ich mir allerdings erstmal, damit es in die Folge passt, dann... Ich würde mal vermuten, Präzisionsschütze. Ja, ist richtig. Okay, scheint so, dass das Nasentier es nicht abwarten konnte und wieder auf meinem Account gespielt hat. So, das ist jetzt die M110 SASS, stammt ab vom SR25, vom Stoner 40, ist sozusagen eine moderne Wiederbelebung des AR-10s. Und zwar sozusagen halt ein, nennen wir es einfach mal, riesige M16 für ein größeres Kaliber für die Leute, die sich nicht so gut auskennen. Genau, jetzt könnte ich hier mal... Genau, jetzt könnte ich hier mal diese Mischmechanik zeigen. Holographisches Visier mit Vergrößerer. Das passt doch ganz gut. Red Ring Zielfern. Was gibt's denn hier sonst noch? Oder wir nehmen einen ACOG. Einen ACOG mit kleinem Visier-Cutie drauf. Das ist doch super. Hier haben wir ähnliche Sachen. Schnellzieh-Umbau, Ladehilfe-Umbau. Nehmen wir mal das. Das ist jetzt so ein löchriger Frontgriff. Lauf... Wir haben kaum noch Punkte. Laservisier würde ich gern für den Nahkampf haben. Ach, Ästhetik sind jetzt neuerdings die Skins, die man sich kaufen kann. So, und ich sehe gerade, ich war nicht schnell genug mit Bestätigen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal hier eine Runde mit AUG und PKS spielen. Sowas aber auch. Hier kann ich nichts machen mit der mittleren Maustaste. Schade aber auch. Aber ich könnte mich... So, das mache ich ja sonst nicht so ganz so gerne. Aber für die Klicks... So, und nur ein paar Sekunden und ich bin auch schon wieder da. So, zack, zack. So, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir hier das ACOG und jetzt haben wir hier das Visier-Cutie. Das ist ja herrlich. Sehr schön. Haben wir den Spaßmodus? Wenn ich wüsste, wo der wäre. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo man den Feuermodus einstellen kann. Egal, wir machen einfach mal im Selbstlademodus weiter. Und guck mal, wo es hier hergeht. Das ist da einer. Okay, da sind ein paar mehr. Gerade dieses verdächtige Zischen gehört. Kann man bis nach da oben? Das wäre ja saugeil. Okay, Rückstoß hält sich extrem in Grenzen. Ich hatte jetzt... Ach, Rückschlag. Rückschlag heißt das natürlich. Ich hatte jetzt mit mehr Rückschlag gerechnet pro Schuss. Das ist ein bisschen wenig für die Patrone. Und ich frage mich... Jetzt natürlich die große Frage... Wo kamen diese Schüsse? Ja, zudem ist die große Frage... Wie unterscheidet sich das Ganze metatechnisch jetzt zum Beispiel von... den M14-Versionen, die wir bereits im Spiel haben. Sieht auf jeden Fall vom Modell schon mal cool aus. Und ich finde richtig cool, dass wir das ACOG mit Visier-Cutie drauf haben. Ich hätte gerne noch diese Visier-Cuties auch einzeln. Denn die mit ihren richtig kleinen Punkten sind schon cool. Obwohl das hier ist für das... Was ist denn da drauf? Was ist denn das? Ist das das Trigicon RMR? Obwohl ich meine, das Trigicon RMR hat diesen weißen Bogen nicht drüber. Das ist schon cool. Rückschlag könnte meiner Meinung nach ein bisschen heftiger sein. Ich weiß, ich habe einen Sturmgriff drauf. Aber der soll mir ja eher helfen, die Waffe schneller nachzuladen. Angeblich. Was mir wirklich helfen würde, die Waffe schneller nachzuladen, wären entweder diese typischen Magpuls, also die Schlaufen unten am Magazin dran. Oder halt, wie nennt sich das, eine andere Weste. Eigentlich ist für die Nachladegeschwindigkeit zu 80% die Weste zuständig, die man trägt. Au! Ja, ich wollte gerade sagen, hier sind da bestimmt welche drin. Okay, ich bin aber so gut wie wieder da. Ist das, weil ich gerade alleine spiele und die Spieler, die alleine spielen, nicht so eine lange Spawnzeit antun wollen? Ist das eine Änderung extra für den lokalen Modus? Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. So, dann wollen wir mal gucken. Für den Nahkampf habe ich ja noch den Laser. Aber der Laser irritiert mich ein bisschen,
wenn ich das ACOG draußen habe. Eigentlich müsste theoretisch das ACOG aber auch immer genau dahin zeigen, wo der Laser hin zeigt. Da dürfte es eigentlich keine dieser Schwankungen nicht geben. Übrigens ist mir aufgefallen, ich kann hier auch, wenn ich so gucke, noch durch das ACOG gucken. Allerdings ist das buggy, wie ihr gerade sehen könnt. Aber besser, es ist falsch dargestellt, es ist gar nicht dargestellt. Aber jetzt das ACOG da unten in der Bildkante ein bisschen komisch aussieht, so juckt mich eigentlich persönlich gar nicht. Ich finde es richtig cool, dass die noch Wechselvisiere im Spiel haben. Denn das ist ja ein Spiel, wo man die Wechselvisiere wirklich richtig gut benutzen kann. Das ist ja ein Spiel, was, wenn sich das manchmal auf sehr große Entfernungen gespielt wird. Okay, jetzt müsste ich gucken, dass ich den Sweet Spot hier finde zum Einnehmen. Er mit seinem Backenbart, er sieht auch richtig cool aus. Wenn ich mich nicht schon innerlich entschieden hätte, die AUG aufs Thumbnail zu nehmen, hätte ich jetzt ihn aufs Thumbnail genommen. Und da rollt irgendeine Granate rum. Übrigens, diese Kanten an Flashbangs sind auch deswegen dazu gut, damit die Granate eigentlich nicht rumrollt. Das ist genau der gleiche Grund, warum viele Bleistifte mehreckig sind, damit sie halt nicht rumrollen. They see me rolling, they hate it. Okay, das ist kein Terrorist. So, machen wir ein bisschen weniger Blödsinn und ein bisschen mehr Action. Oh, jetzt kommen wir. Jetzt geht's wirklich in die Burg da hoch. Das ist richtig cool. Also, ich mag ja so Bogen. Und was ich noch mehr mag als Bogen, sind Bogen in Shootern. Ich war damals auch in Counter-Strike richtiger Fan von Fun Castle. Habe ich letztens nochmal gesehen, aus Zufall irgendwo am Screenshot die Karte. Fun Castle damals in Counter-Strike, richtig coole Map. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, Ausdauer. Die Waffe ist natürlich ordentlich schwer. Erreiche ich? Nee, nee. Ich dachte gerade, vielleicht kann man hier über die Zinnen drüber gehen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. So, dann muss man hier rein? Nee, das ist auch eine Sackgasse. Okay, wo geht's denn rein? Klopf, klopf. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ich glaube, ich war ein bisschen vorschnell. Wir sind noch gar nicht bei der Burg. Und ich werde garantiert gleich hinten von einem spawnenden Terroristen erschossen. Das sieht aber auch cool aus. Ich habe jetzt die Grafik ein bisschen runtergestellt, damit sich das flüssiger aufnehmen lässt. Und es läuft auch besser. Und es lässt sich auch besser aufnehmen. Also die Performance verbessert sich von Patch zu Patch. Oh, da ist einer. Muss man wirklich sagen, Ehrenaktion. Aber dank meines starken Kalibers stirbt hier alles beim ersten Schuss. Ich habe mich gerade gefragt, ob es hier noch größere Kaliber gibt. Ja, gibt es. Es gibt diese zwei Gewehre in 50 BMG, die beide völlig übertrieben sind. Die braucht man so gut wie gar nicht. Die habe ich letztens quasi aus Spaß gespielt. Ich habe die kleinen Magazine. Wie viel habe ich denn? Habe ich 10 Schuss oder 15 Schuss? Okay, wo habe ich denn was zu tun? Bin ich im falschen Stockwerk? Das ist auch cool, dieses Interieur, also diese Innenräume hier mit dem warmen Licht von den Fackeln und draußen hatten halt diese kalte Optik mit dem Schnee, ist wieder richtig cool gemacht optisch. Aber ich glaube, dass gerade irgendwo ein Artillerieschlag, der nicht sonderlich gesund ist. So, das Artillerieschlag zu Ende. Ich glaube, ich muss da hoch oder so. Was hat er denn? Achso, er hat eine Gasmaske auf. Ich dachte gerade, was hat er denn für einen komischen Skin? Ich habe gehört, dass ein paar komische Skins eingeführt wurden. Aber die Person, die das gesagt hat, beschwert sich schnell über solche Skins und sowas. Er hat einfach nur die Gasmaske getragen, die schon seit Ewigkeiten im Spiel ist. Was macht ihr da ohne mich? Hier war ich doch gerade. Wo ist denn? Ist Foxtrot noch über mir oder ist Foxtrot hier unter mir? Ich müsste mal wissen, wo ich dazu hintrotten müsste. Aber ich glaube, es geht noch nach oben, oder? Ja, es geht noch nach oben. Und das sieht sehr ungesund aus, was da rumfliegt. Das ist kein Partynebel. Oh Gott. Okay. Vorsichtig. Okay, wenn die Boss schlau gewesen wären, hätten sie eine Granate geworfen. Haben sie aber nicht. So, Pattsituation. Hier ist noch einer irgendwo. Ach, da. Das ist der lilane. Da war doch einer gerade noch ein weißer. Hier. Oh, ich find das so klasse. Es erinnert mich auch gerade krass an Battlefield 3. In Battlefield 3 habe ich die SR-25 so gerne gespielt. Besonders auch auf Nahkampf. Was richtig cool wäre. Ach stimmt, das hatte ich denen auch bei Twitter geschrieben.
Ich habe die gefragt, ob die vielleicht nicht noch eine kurzläufige Version von dem Ding ins Spiel bringen könnten. Das Ding ist auch super als Waffe. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn dann zu viele Feinde auf einmal kommen, aber so, um einen am anderen mit einem Schuss auszuschalten, ist schon richtig gut. Ah, verdammt! Und wenn er es zu schnell triggert, ist dann der Rückschlag doch ein bisschen zu heftig. Okay, komm. Komm zu mir. Traut euch, komm zu mir! Ich schmeiß auch so die Patronen raus. Ich mache einen Terroristenengel. Okay, jetzt geht mir langsam die Munition aus. Und das Visier-Cutie wäre mal ein bisschen cooler. Ach, hatte ich schon gesagt, ich wünschte, es gäbe auch ein paar andere Visier-Cuties für Langwaffen. Wenn jetzt schon das Modell im Spiel ist, wieso nicht auch auf eine Langwaffe? Ich muss ja alles alleine machen. Alles muss man selber machen. Aber dafür haben wir gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, dann wäre es das eigentlich auch schon für das Video. Dann habe ich euch wahrscheinlich die neuen Waffen noch nicht ausführlich gezeigt, aber erst noch so meine Eindrücke davon. Beide Eindrücke übrigens super. AUG ist klasse und M110 ist auch klasse. So, falls ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, wo ich mir dann die beiden Terroristenwaffen noch ansehe, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Da könnt ihr einen anderen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr eins von meinen Videos gucken und ein Video des anderen Kanals gucken. Dann denkt an Twitter und Instagram und an das Algorithmus-Tierchen. Dies ernährt sich von Kommentarkompott, Daumen nach oben, Donauwelle, Playlist, Pudding und sonstigen Kram.